Hallöchen und herzlich willkommen, hier ist Linda. Machen wir heute weiter mit Kiswahili lernen und ich dachte, wir machen über Fragen und Antworten. Fangen wir einfach an. Jina lako nani? Jina lako nani? Das heißt, wie ist dein Name? Jina lako nani? Wie ist dein Name? Jina langu Linda. Mein Name ist Linda. Jina langu Linda. Mein Name ist Linda. Und wie auch auf Deutsch gibt es, wie ist dein Name und wie heißt du? Und jetzt machen wir mit wie heißt du auf Kiswahili. Und das heißt, unaitwa nani. Wie heißt du? Unaitwa nani. Als Antwort gibt man, ni naitwa Linda. Ni naitwa Linda. Unaitwa nani? Ninaitwa Linda. Unatoka wapi? Unatoka wapi? Das ist eine Frage, die bedeutet, woher kommst du? Unatoka wapi? Als Antwort, ninatoka Kenya. Ninatoka Kenya. Ni natoka Kenya. Ich komme aus Kenia. Und wenn Sie das beantworten, sagen Sie, ninatoka Ujerumani. Ninatoka Ujerumani, das bedeutet, ich komme aus Deutschland. Oder wenn einer aus Frankreich kommt, sagt man, ninatoka Ufaransa. Ninatoka Ufaransa, ich komme aus Frankreich. Oder ninatoka Uingereza. Uingereza, Uingereza. Ninatoka Uingereza bedeutet, ich komme aus England oder aus Großbritannien. Unaenda wapi? Unaenda wapi? Wohin gehst du? Unaenda wapi? Und wenn ich sagen möchte, ich gehe draußen. Ni naenda nje. Ni naenda nje. Ich gehe draußen. Ni naenda dukane. Ich gehe einkaufen oder zum Laden. Ni naenda dukane. Ich gehe einkaufen oder ich gehe zum Laden. Ni naenda sokoni. Ich gehe zum Markt. Ich gehe zum Markt. Ni naenda sokoni. Unataka nini? Unataka nini? Mit Fragezeichen immer etwas lauter. Unataka nini? Was möchtest du? Wenn du Wasser möchtest, ninataka maji. Unataka nini? Was möchtest du? Ninataka maji. Ich möchte Wasser. Unacheka nini? Was lachst du? So ungefähr. Was lachst du? Unacheka nini? Und Nina Checkato, ich lache einfach. Ich lache einfach. Nina Checkato, wie wird? Einfach so, wie wird? Oder Checkanini, was lachst du oder warum lachst du? Unalia Nini. Unalia Nini oder Mbona Walia. Unalia Nini oder Mbona Walia. Das bedeutet, warum weinst du? Warum weinst du? Mbona walia? Nina huzuni. Nina huzuni. Ich bin traurig. Nina huzuni. Ich bin traurig. Wenn man krank ist, nina ugua. Nina ugua. Ich bin krank. Deswegen weinst du. Nina ugua. Ich bin traurig. Ich bin krank. Oder nina huzuni. Ich bin traurig. Wer ist das? Fragt man, huyo ni nani? Wer ist das? Huyo ni nani? Und dann als Antwort kannst du sagen, huyo ni mamangu. Huyo ni mamangu. Das ist meine Mutter. Huyo ni mamangu. Mama ist so wie hier Mama. Und meine Mama sagt man mamangu. Huyo ni mamangu. Das ist meine Mutter. Huyo ni babangu. Das ist mein Vater. Huyo ni babangu. Wie Papa, aber B-A-B-A. Mein Kind, sagt man, huyo ni mtoto wangu. Huyo ni mtoto wangu, das ist mein Kind. Und das sind meine Geschwister. Zum Beispiel wird man sagen, hawa ni ndugu zangu. Hawa ni ndugu zangu. Und wenn es um Nachbar geht, ein Nachbar heißt Jirani, dann sagt man, huyo ni Jirani wangu. Huyo ni Jirani wangu. Das ist mein Nachbar. Und wenn Freunde, Freunde.
ein Freund oder eine Freundin heißt Rafiki. Freundin oder Freund heißt Rafiki. Und Freunde, also mehrere Freunde, sagt man Marafiki. So wird man sagen, wer ist das? Huyo ni nani? Huyo ni Rafiki yangu. Das ist meine Freundin oder mein Freund. Und hao ni nani? Hao ni nani? Hao ni nani? Oder hao ni akina nani? Hao ni akina nani? Wer sind das? Hao ni dada zangu. Das sind meine Schwestern. Hao ni marafiki zangu. Das sind meine Freunde. Huyo ni jirani yangu. Das ist meine Nachbarin oder mein Nachbar. Und Eltern heißen wazazi. Eltern. Wazazi sind Eltern und ein Elternteil mzazi. Mzazi. Okay, dann machen wir gleich weiter.